Ja, und damit willkommen zurück bei The Infected, hier vor unserer Basis mit Blick auf der Karte. Wir wollten ja uns heute aufmachen, früh am Morgen, auf die Jagd. Raider of the Lost Tech Point sozusagen. Jetzt sind grüne Punkte, wollten wir mal abgehen. Und zwar haben wir noch 4 grüne Punkte, ich glaube es waren 4, wo wir noch nicht waren. Also hier oben, wo der Händler ist, da waren wir noch nicht. Und dieser grüne Punkt. Und wir waren noch nicht hier, wo man gar keine Straße hat. Und ich glaube, dort waren wir auch noch nicht hier unten. Ganz am Anfang an, wo wir gespawnt sind, da das haben wir uns, glaube ich, noch nicht angeguckt. Die 4 Punkte haben wir noch. Und wir haben theoretisch haben wir noch 3 Tech Points Seiten zu finden. Da haben wir also Chance. Die vielleicht dort finden. Ja, ich habe meinen Truck mit Kisten versehen. Ich weiß nicht, irgendwie, ich krieg keine weiteren Kisten mehr drauf. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe noch 2 weitere drauf bekommen, aber naja, sollte reichen. Wir haben jetzt auch unseren guten Rucksack, unseren großen, großen Rucksack bekommen. Durch die Krokodilseiden. Da kann man ja ordentlich was drauf reinpacken. Ja, wir fahren mal los. Erstmal Richtung Norden würde ich vorschlagen. Mal nach. Suchen wir mal den Händler und den grünen Punkt anwesend. So, jetzt fahren wir erst einmal irgendwie auf die Straße. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie heil und sicher. Ach doch, hier am Felsen geht's. Immer am Felsen entlang. Ja, ja. Okay. Es klappt. Immer am Felsen entlang. Da kommen wir schon irgendwie auf die Straße, hoffe ich. Gleich. Ah, das Leben im Weg. Du kennst ja immer dieses störende Leben. Oh, Alter, jetzt kommen wir jetzt frei hier durch. Ich hab extra nochmal schön tief geschlafen, um mich fit zu machen. So, sind wir jetzt schon auf der Straße? Wir sind schon auf der Straße, das ist gut. Wir fahren jetzt also quasi einmal durch das eine Camp durch. Dann einfach, ja, meines links, dann rechts und links. Also einmal durch das eine grüne Punkt-Siedlungsgebiet einmal durchfahren. Da, wo wir unsere ersten Doppelbenzinfässer gefunden haben. Als Geschenk sozusagen. Also Benzin gibt es hier wirklich. Also, wer kein Benzin mehr hat, soll einfach nach ein paar Tagen wieder looten gehen. Da bekommt man wieder Nachschub. Oder man macht sich einfach neu. Auch die Ölkanne findet man mit Looten. Das Spiel ist einfach ausgelegt. Man muss looten gehen. Sonst das ganze Zeug sonst. Und durch den Respawn hat man eigentlich nie Probleme, irgendwas zu bekommen. Wir können ja mal eben kurz da reingehen, gucken, ob wir da vielleicht nochmal. Ich weiß ja nicht, wie lang unsere Tour heute geht. Ach, da muss ich mitnehmen, tut mir leid. Oh ja, auch die muss ich mitnehmen. Wir wollten ja noch ein paar mehr von den schwarzen Runen anbauen. Ah, ich kann nicht auf meiner Haut. Ich kann einfach nicht auf meiner Haut. Ich kann einfach nicht auf meiner Haut. Ich muss es mitnehmen, obwohl ich ja nur Benzin mitnehmen wollte. Ah, das ist doch ein Jammer. Der Fluch des Windows. Aber ich fahre direkt weiter. Wir wollten uns hier nicht lange aufhalten. Nur die Lagerhalle. Nur die Lagerhalle. Tag. Moin. Das war seine Art, guten Morgen zu sagen. Oder moin. Im hohen Norden, so sagt. So. Das war schon mal schnell. Sind wir einmal durchgefahren. Fahren wir mal hier rum. Und dann die nächste links rum. Kommen wir schon leicht und schnell dorthin. Also der Truck ist einfach mega. Der Truck ist einfach mega. Ja, der ist richtig. Der Punkt ist richtig. Also da ist die große Siedlung mit den Hochhäusern.
Hier ist eine andere Siedlung. Hier oben waren wir schon mal. Und da waren wir schon mal. Es ist nur noch hier und hier. Was überbleibt. Na dann. Schauen wir mal. Mitten im Herbst habe ich ja, glaube ich, das Gefühl, es wird spürbar kühler. Ich habe hier auch schon die Winterklamotten an. Im Fallgefälle. Erkunden wir das letzte Gebiet, wo wir noch nicht waren. Dann waren wir eigentlich überall. Ich muss nochmal dahin zurückfahren, wo wir unser Motel des Krokus gebaut haben. Wir haben ja noch da ein paar Eisenerze in die Kiste gepackt. Die hol ich mir natürlich noch ab. Die geben halt alles bar, ne? Bekanntes Gebiet, also ein bisschen vorsichtiger. Kommt gleich ein Fluss. Diese Aussicht hier. Wow. Oh wow. Auch nett hier. Aber schön hier. Immer sehr schön. Ein kleines bisschen Steppe, habe ich so das Gefühl. Fahren wir aber erstmal zu einem guten Punkt, bevor wir zum Händler fahren. Ich will ja mal langsam mal ein paar Sachen verkaufen, um Goldmünz hinzubekommen. Und dann, um dann diese Fähigkeiten vom Händler zu kaufen. Das kann man ja nur mit dem Händler klären, quasi. Irgendwelche Loot-Dinge verkaufen, Goldmünzen bekommen und dann sollten auch Fähigkeiten, so wie ich, weil ich das so gesehen habe, kaufen. Könnten noch mal nützlich sein. Die könnten noch mal nützlich sein. So, jetzt sind wir hier. Ja, wir fahren jetzt erst einmal links. Und gucken uns erst einmal diesen guten Punkt an. Schön hier, direkt am Fluss. Oh, hier geht der Fluss weiter. Wie durch ein Wunder ist hier einmal durchbrochen worden. Da hat die alte Gesellschaft da wahrscheinlich den sie zugeschütteten Straße durchgebaut. Wenn das mal mit der Natur mit sich machen lässt und sich nicht den Fluss wieder über die Straße baut. Man weiß ja, wie die Natur so drauf ist. Die Natur holt sich alles zurück. Früher oder später. Manchmal sogar viel später, aber sie holt sich das zurück. Schön hier aus den ganzen Felsen. Wahnsinn. Wow. Wow. Hier geht's auch noch irgendwo rein. Ah, da geht's da. Ah, okay, wir hätten noch zum Motel durchfahren können. Sehe ich gerade. Alle Wege führen quasi dahin. Wir müssen aber jetzt rechts rum. Okay, alles klar. Dann haben wir dann die letzte Siedlung gleich vor uns. Eine Siedlung an einem Fluss. Auch nett zu wohnen. Erstmal von weitem angucken natürlich. Wir waren noch nicht hier. Lagerhallen haben wir. Aber wir haben unser rotes Pferd dabei. Wir können noch mal ein paar Gegner vielleicht mit dem Pferd ausschalten. Ist auch realistisch. Das ist doch normal, oder? Wenn man so ein Pferd hat. Dann macht man einfach mal. Dann machen wir mal so. Das ist kein Bug-Using, das ist einfach Realismus. Ja, so ist es halt. Das ist genauso wie auf den Motorhauben steigen, dass die Tiere da leben. Das ist einfach realistisch. Würde jeder so machen. So ein Truck, da kann selbst die Infizierten nichts machen. Darf man eine Runde looten. Oh, guck mal da, da haben wir was Schönes gekriegt, glaube ich. Ölkanne. Ich wollte gerade... Oh, machen wir da. Stahlbarren. Kobaltbarren. Plastik, sehr schön. Packen wir uns erstmal leer, würde ich vorschlagen.
tanken uns erstmal ein bisschen leer. Ziehen können wir eigentlich gleich da reinkippen in unser Gefährt. So, da hinten das Haus sieht doch so spezial aus. Das sind da, sind da bestimmt Tech-Seiten, oder? Oder hier. Oder hier. Eine nette Siedlung auf jeden Fall. Nehmen wir mal alles mit, weil wir haben ja genug Platz. Sollten wir noch Platz haben. Wir haben auf jeden Fall mehr Platz als... Kartoffeln roh essen, weiß ich nicht, ob das jetzt auf Dauer eine gute Idee ist. Ich glaube, ein bisschen mal geht's, glaube ich. Aber wenn man zu viel davon isst, habe ich so ein Gefühl, dass man davon eine Vergiftung kriegt. Sollte sich die vielleicht eher als Ofenkartoffel reinhauen. Ich habe einmal ganz viel Kartoffeln gegessen, hier im Spiel. Dann war... Oder ich habe auch andere Sachen gegessen, okay, aber ich glaube, das war die Kartoffel. Ich glaube, man sollte nicht so viel Kartoffeln essen. Also roh. Miteinander, meine ich. Ich glaube, das ist nicht gut. Warte. Ich nehme mal eben kurz und pack da schon mal Benzin rein. Warm haben wir. Da haben wir den Platz hier auch weg. Warte mal, lass mal kurz gucken. Und mal gefüllt. Da können wir hier auch schnell abhauen und was. Mach mal das Ding zu. Mach mal das Ding zu. Danke. So, das war die Lagerhalle. Jetzt haben wir noch die Lagerhalle. Ach so. Huch. Das ist das erste Mal, dass hier so ein Stacheltor ist. Das ist strange. Ah, die Federn kann man mitnehmen. Wir müssen noch, irgendwann noch mal ein paar neue Bolzen bauen. Ein paar haben wir ja verloren mit der Zeit. Oh, bis jetzt keine Textseite zu sehen. Jetzt haben wir hier keine Textseite. Kann natürlich jederzeit kommen. Ist eine weitere Siedlung und wer weiß, ob man nicht hier vielleicht irgendwo eine findet. So, Ziegel lassen wir mal. Wir wissen, wie wir sie herstellen können. Dann Ziegel kann man ganz leicht kommen. Ganz leicht selbst herstellen. Platz sollten wir für andere Dinge benutzen. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Platz. Kann man auch die größeren Sachen hier mitnehmen. Oh, so, Kobalterz. Ah, oh, ist also eine Farm. Ah. Ah, natürlich. 2 Tonnen warten hier auch auf uns. Schön. Also mehr eine Firma, ein Gewerbegebiet sozusagen. Und die Büro, und die Büros waren da hinten im Gebäude. Oh, das nehme ich gerne mit. Auch die Kohle kommt gerne mit. Alter, noch mehr. Alter. Ja, das Industrie, also. Ah, Halleluja. Ein weiterer. Was? Warte mal einmal. Ah, Kepler brauchen wir jetzt auch. Kepler brauchen wir jetzt auch. Knochensplitter, ja, kann man mitnehmen. Aber hier, viel wichtiger. Weitere Textseite. Da waren es nur 2. Da waren es nur noch 2, die wir brauchten. Blei brauchen wir nicht wirklich. Aber die brauchen wir. Tuch kann man jetzt auch ein bisschen auffüllen. Wir haben ja Kleidung gebaut. Dadurch haben wir ein bisschen Tuch- und Kevlar-Verbrauch erhöht. Also hier ist also mehr so die Siedlung der Industrie. Also irgendwelche Lagerhallen. Keine privaten Wohnungen. Der Firmenbesitzer und die Büros sind dann da hinten zu finden. Eine Krücke nehmen wir uns mit. Man weiß ja nie, ob man es hier irgendwie... Okay, die Kiste ist nicht lootbar. Alter, hör auf. Wie viel Benzin denn noch? Haben wir hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Also, 6 wäre Rekord. 6 wäre Rekord tatsächlich. Ah, guck mal, hier könnte auch ein Mike leben, glaube ich. Hier ist auch ein Bett. So, ein Hühnchen müssen wir uns mal irgendwann mal betäuben. Was machen wir dann später, wenn wir alles bald die grünen Punkte erledigt haben? Dann können wir uns mal auf die Jagd machen und uns Hühner zu besorgen. Kepler passt da noch rein. Das passt noch rein.
Ist das Ding hier auch voll? Nein, das Feuerzeug nimm mal mit. Weiß ich nicht mehr, wo ich das habe. Oder hingelegt habe. Ich kenne mich ja. Dann suche ich nach wie verrückt. Alles ab. Und fluche wie verrückt. Da ist wieder jemand gespawnt. Da ist wieder einer zurückgespawnt. Wenn man sich hier so lange aufhält, kommt wieder zurück. Könnte sein, was passiert, wenn ich hier jetzt liegen lasse die ganze Zeit. Wenn ich die jetzt nicht liete, komme ich dann auch dann theoretisch. Wenn ich die jetzt hier liegen lasse. Spawnen die dann auch alle nach? Ich glaube, ich drehe mal lieber ab. Dann besser flüchten zu können. So, dann gucken wir uns mal das Firmengebäude an. Des Großgrundbesitzers, des Industriellen. Die Bürogebäude, also Büros sozusagen. Haben wir hier noch eine Textseite? Finden wir hier noch eine Textseite? Kabel nämlich mit, weil ich nicht weiß, wie viel wir brauchen. Mal dann hier verkabeln bei uns zu Hause. Der Rucksack ist schon echt super. Kann so wahllos alles mitnehmen, ohne auf den Platz zu achten. Also erstmal. Auch das ist natürlich begrenzt, aber der Rucksack ist schon super. So, verdorbenes Essen nehme ich mit. Wir können genug selbst davon herstellen. Oder der gute Mike. So viel kann er auch nicht essen. Ja, haben so viel verdorbenes Essen zu Hause. Damit brauchen wir aus dem Platz nicht wegzumachen. Okay, hier war eine Textseite. Hier war eine Textseite. Immerhin. Wie ist beim Händler ist ja auch meistens eine Siedlung. Gucken, ob da vielleicht auch mit eine zu finden ist. So, hier kommen wir nochmal kurz ein bisschen sticky die Stick. Hier fährt haben wir mal die andere Kiste nehmen. Immer die untere. Ich da rankomme. Das packen wir mal so. So, na, da haben wir diese Siedlung ja schon mal abgehakt. Ja, war doch auf jeden Fall interessant. Hier war also ein Firmengebiet. Dann geht's mal jetzt zum Händler. So, einmal links rum und dann geradeaus. Es gibt zwei Händler hier auf der Karte. Zwei Händler gibt es. Einmal eine Frau, was sie am besten auch einen Mann finden. Oder auch eine Frau. Auf jeden Fall sind die mitten in Siedlungen drin scheinbar. Und auch mitten mit Infizierten zusammen. Scheinbar scheinen die keine Probleme miteinander zu haben. Wahrscheinlich treiben die auch miteinander Handel. Infizierten und die Händler. Kann natürlich auch sein. Auch mal die Aussicht hier auch nicht schlecht. Wow. Sicht. Ja, die Map-Designer waren schon echt sehr, sehr fleißig. Die Karte gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man auch gut bauen. Aber unser nächstes Haus, glaube ich, wird direkt die Küste sein. Das wird tatsächlich, glaube ich, die Küste sein. So, genau, einmal hier so Schlangenlinien. Wir sind gleich da beim Händler. Der hat natürlich auch, ja, wie ich sagte, er ist mittendrin, statt nur dabei. Im Gebiet mit zusätzlichen. Oh, besonderes. Alle Hütten quasi vereint, die man hier finden kann. Da macht es nochmal Spaß zu looten, glaube ich.
Mal noch einen. Ich sehe gerade keinen mehr. Ich sehe gerade keinen weiteren. Doch, da hinten ist noch einer. Ich lasse hier jetzt mal liegen. Vielleicht bleiben wir dann. Tja. Oh, da ist noch einer. Wenn die Kurvenlage besser wäre, wäre es noch besser. Aber der läuft mir fürs Auto, ist gut. Der läuft mir fürs Auto. Da drehen wir noch mal kurz um. Da war noch einer, glaube ich. Da war einer. So, parken wir ganz kurz ein bisschen rückwärts. Damit wir notfalls nochmal Gas geben können. So, ich werde jetzt. So, ich konnte gerade nicht aussteigen aus irgendeinem Grund. Ich glaube, da ist der Händler dran. Dann fangen wir erstmal hier an. Oder ist er hier drin? Das kann auch sein. Ne, das ist wieder eins von diesen Häusern, was wir uns mal aufbauen wollten. Innen drin. Aber hier funktionieren die Türen. In einem Haus funktionierten die Türen nicht. Was auch ganz gut wäre, ne? Wo wir nicht reinkommen, kommen die auch nicht rein. Oh. Kürbis haben wir genug. Ich kann mal futtern. Bringt wieder ordentlich Tinte auf den Füller. Schmieren wir uns ein. Für unsere Haut. Futtern. Das nehmen wir mit, sehr gerne sogar. Also hier war keine Textseite. Aber wir haben noch ein paar Häuser vor uns. Wir haben ja noch ein paar Häuser vor uns. Feder nehme ich nicht mit. Ich glaube, da ist der Händler dran. Aus, es wird mal gespiegelt worden. Ah ne, hier geht es eine Etage höher. Interessantes Haus. Auch ein interessantes Haus. Ach, der Rucksack ist einfach genial. Man muss einfach nicht mehr gucken. Also richtig gucken, was man mitnimmt. Richtig cooles Teil. Wären schon längst voll. Jetzt haben wir zum Glück noch richtige Vorteile hier. Ah! Oh, eine Textseite. Ja, wunderbar. Geil. Tja, die andere finden wir auch noch. Zwei. Eine brauchen wir noch. Da haben wir alles erlernt. Wir werden dann rausfinden, ob es die hier genau abgezählt gibt. Oder ob es mehr gibt. Wollen jetzt schon mal raten. Ich lerne mal ganz das trotzdem ein bisschen aus. Das Gewicht bleibt hier. Ein bisschen leeren. Ein bisschen stacken. Stackety, stackety, stick. Kommt der denn her? Gerade
gespawnt. Das habe ich auch gemerkt. Spawn aber schnell, oder? Spawn aber schnell. Ja, dann liegen da noch da, oder? Sind die schon despawned? Finden sie nicht mehr? War hier keine andere Etage mehr oben? Kommt man hier nicht hoch? Hier war keine Leiter, ne? Keine Treppe? Nee. Das wundere ich mich gerade nämlich schon, weil da hinten ging es ja hoch. Da wäre oben ja auch noch eine Etage, aber das ist einfach nur Deko wahrscheinlich. Aber es ist einfach nur Deko. So, da gehen wir gleich zum Schluss rein. Ja, ein bisschen Tuch sammeln und auffüllen. Schräubchen, bisschen Benzin, natürlich. Oh, ein bisschen Futter gibt's auch. Also verhungern tun wir auf jeden Fall nicht hier. Verhungern tun wir nicht. Auf. Mit Sonnenschutz haben wir gar kein Problem im Augenblick. Im Sommer nicht. Die haben, glaube ich, die haben ziemlich gut die Sonne gemieden, glaube ich. Also solche Sonnenbrand hat man keinen bekommen. Lag vielleicht doch am Hut oder wir waren einfach vorsichtig. Wir hatten einfach Glück, dass wir von Schatten zu Schatten gesprungen sind. Das war alles hier, ne? Das war hier alles. Das Haus sah größer aus, als es eigentlich ist. Dann gehen wir mal kurz darüber. Das war alles hier, ne? Mehr Häuser haben wir nicht. Haben wir noch das Haus hier. Copy and Paste. Copy and Paste Haus. Aber egal, Hauptsache Loot. Lieber looten statt bluten. Die kann man futtern. Auch futtern. Das nehmen wir nicht. Das futtern wir nicht. Das nehmen wir einfach nur mit. Kohle kommt immer gerne mit. Okay, jetzt haben wir. Wow. Die drei Textseiten. Die drei Textseiten, die wir aber noch brauchen, waren hier. Sind da unten jetzt auch noch welche? Das ist die Frage. Wenn ihr mal ratet, könnt ihr mal ein kleines Quiz machen. Was meint ihr? Sind da unten noch welche? Gibt es hier mehr Textseiten, als man braucht? Das ist interessant, mal rauszufinden. Dann gehen wir mal ganz kurz und nehmen wir frei. Alles erlernt. Haben wir alles erlernt. So, dann begrüßen wir ganz kurz den Händler. Oder Händlerin. Und es ist wieder eine Frau. Schön. Moin. Eliteläufer, Muskelkraft, eiserner Magen, Glücksräuber, Energieboost. Werde langsamer, hungrig und durstig. Geschwindigkeit des Flüssigkeits- und Nahrungsverlusts wird um 25% reduziert. Finde bessere Beute beim Durchsuchen von POI-Behältern. Energieboost. Schlafe besser und erhöhe dein Energieniveau. Geschwindigkeit des Energieverlusts wird um 25% reduziert. Erhöht die maximale Gewicht, erhöht das maximale Gewicht deines Rucksacks um 25%. Oh, cool. Verringerung der Geschwindigkeit der Ausnahme, Ausdauerabnahme auf 50%. Ah, guck an. Oh, Dekoration, Gemälde. Technologie, welche die Fähigkeit freischaltet, Gemälde herzustellen. Stellpflanzen. Enge Pflanzen. Vasen. Richtig Deko. Schlafzimmerobjekte.
Esszimmerobjekte, Wohnzimmermöbel, Badezimmermöbel, Küchenmöbel. Okay. Höhere Werkbank. Technology für einen Mehrzweck Herstellungstisch, der die höchststufige Werkbank im Spiel ist. Eine Kombination aus Werkbank, verbesserte Werkbank und Chemietisch. Naturwerkbank. Repariere deine Rüstung, Kleidung und Ausrüstung. Auch sehr nice. Benzingenerator, der einen benzinbetriebenen Generator mit hoher Kapazität freischaltet. Oh, für Strom. Also für, ne? Benzingenerator, das wäre natürlich auch sehr geil. Hätte man sofort Strom, ne? Und da wir hier ständig Benzinkanister finden, wäre das sogar die Alternative hier für Solar erst einmal, ne? Verbesserte Batterie. Aber das würde ich sagen. Was nimmst du denn für einmal Benzin? Was gibst du uns denn dafür? 3,0. Ist jetzt viel? 12. Die gibt uns mehr für Kepler als für Benzin. Okay, die Dame hat genug Benzin. 5. Also für Kepler gibt die uns viel. Mal jetzt hier alles einmal reinpacken. Kommt jetzt mal so alles wieder. Was passiert, wenn ich jetzt hier alles reinlege? Der Loot kommt jetzt sowieso wieder. Aber nur 26,08. Okay. Okay, wir müssen eine Menge verkaufen. Eine Menge verkaufen. Alter Finne. Was ist denn das teuerste? Wofür bezahlt ihr am meisten? Wofür zahlt ihr am meisten? Also Kepler hat die schon übertrieben viel gezahlt. Kepler hat die am meisten bezahlt bis jetzt, glaube ich. Also, was wir so hatten. Wie gesagt, wir verkaufen das ganze Zeug einfach mal. Weil wir kriegen ja durch den Loot Refresh ja wieder neues Zeug. Auch nur so viel, auch nicht so viel, ne? Naja. Naja. Wir haben schon das verkauft, was man, glaube ich, viel verkriegt. Kevlar? Dafür. Klar. Naja, klar. Dass sie wiederkommen. Und gerade sind. Typen despawn auch irgendwann, wenn sie nicht geliebt werden, dann kommen die auch wieder. Also interessant. Interessant. Wir fahren jetzt alle unsere Text ein. Wir müssen trotzdem noch in den Süden fahren, da aber immer noch 2 Punkte. Krass. Wir können mal kurz bei der Mine vorbeischauen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was für was bezahlt die Händler am meisten? Wenn ihr das wisst, gerne mal reinschreiben. Also Kevlar war, glaube ich, schon sehr gut, oder? Also das war schon ordentlich. Also Benzin hat sie gar nicht viel für bezahlt. Und hat die andere Händlerin, hat die andere Sachen, die man kaufen kann? Oder haben die alle unterschiedliche Dinge? Oder gleiche Dinge? Sind die miteinander verbunden? Fragen befragen. Wie gesagt, ich habe das gerade verkauft, weil halt wenn der Respawn im Spiel einfach so gut ist, kann man mal kurz ein paar Testverkäufe machen. Wir kriegen das Zeug schon wieder. Wir können auch mal eben kurz zu unserem Coco-Motel fahren. Die Zeit können wir uns noch nehmen. Wenn wir gerade unterwegs sind, dann leeren wir uns mal eben kurz dort. Kisten, wo die mich dann zu Hause einschmelzen. Wieder schnell von A nach B unterwegs. Interessant, alle Textseiten gefunden. Sauber. Und es ist schon wieder am Gewitter. Das gibt's doch gar nicht, oder?
Die Wasserbehälter werden immer ganz schnell aufgefüllt. Aber wir haben ja auch Mike. Der braucht ja kein Wasser aus dem Behälter. Der hat Zauberwasser. So, wenn ich jetzt theoretisch immer weiter geradeaus. Ne, kann ich nicht. Ich muss da hinten rumfahren. Ich kann nicht immer geradeaus fahren, dann komme ich dann zum weiteren grünen Punkt. Aber da waren wir schon. Den grünen Punkt haben wir auch schon angeguckt. Es ist einfach ein Panzer. Damit ist man so over. Wie gesagt, warum sollte man die Gegner nicht umfahren damit? Das ist einfach. Wenn der Wagen das aushält, warum sollte man das nicht tun? Das ist ganz normal. Das würde jeder machen, aber in der realen Welt würde das klappen können. Warum nicht? Warum soll ich denn da meine Bolzen verwenden? Tja, es macht Spaß. Machen wir den jetzt auch wieder. Bis auf die Jagd gehen mit Bolzen. Voll die coole Gegend hier, ne? Voll die coole Gegend. Der Grand Canyon. Ayers Rock. Alles hier verwandelt. Alles reingesetzt. Ähnlich. Cool gemacht auf jeden Fall. Diese unterschiedlichen Gegenden hier. Ist schon top. Haben wir einmal rum, ne? Das passt doch ganz gut. Ich glaube, die Wasserfälle sind nur von einem bestimmten Seiten gut anzusehen. Wenn man einmal kurz seitlich kommt, dann hat man da, glaube ich, einen leichten, ja, nicht mehr ganz so gut anschaubar. Aber wenn man immer so von vorne guckt, richtig cool. Wasserfall. So, das muss mal im Krokodilgebiet sein, ne? Langsam. Ja, da war es das Krokodilgebiet, ich erinnere mich. Wir sind an den grünen Punkt vorbeigefahren, von der plötzlich wieder auf der Karte war. Da, immer dieser grüne Punkt. Der war nämlich, als wir zurückkamen, war der nicht grün. Da war kein grüner Punkt hier. Ich erinnere mich hundertprozentig. Das ist so wahr. Nach dem Neustart war das ein grüner Punkt. Da hab mich doch gewundert, dass das nicht verzeichnet war auf der Karte. Aber dann später war es halt so. So, gleich sind wir da. Im Motel of the Coco. Erstmal noch durch ein paar bewohnbare Gebiete. Da fallen sie runter vom Himmel. Da sind wir. Mehr ging's. Es ist schnell gegangen. Cool. Alles mitgenommen. Ist schon cool. So, die Bretter können wir eigentlich hier lassen. Ja, warte, lass ihn mal hier. Machen wir direkt weiter, oder? Können wir noch ein bisschen stacken. Das brauchen wir gar nicht. Weg damit. Samen lassen wir auch hier. Ja, mal weg. Ja. Die Butter kann man doch mitnehmen, wenn wir schon welche haben. Dann nehmen wir sie komplett mit. Die Ästchen auch. Das war ein mal eh zu viel. An der falschen Stelle. Glas,
Steine brauchen wir auch nicht wirklich. Lassen wir mal hier. So, dann können wir alle einschmelzen. Können wir alle wunderbar einschmelzen. Hier aus. Mal kurz ein bisschen was futtern. Trinken haben wir nicht mehr so viel, aber es sollte noch reichen, um uns ganz kurz ein bisschen aufzufüllen. Perfekt. So, da haben wir alles. Dann können wir weiterfahren. Nein, weiterfahren. Ist der Tag auch schon vorbei? Ist der Tag auch schon vorbei? Haben wir einen erfolgreichen Tag gehabt? Fahren wir nochmal ganz schön hier. Einmal nochmal die Insel. Bis zur Mine. Eine Kühlerfigur besorgen. Die werden sich rächen. Sie werden mir was brechen. Was der Benzinverbrauch, der ist echt. Der ist. Wow. Wir können noch ein paar Mal hier mit dem Wagen fahren. Der Benzinverbrauch ist mega. Also der Truck, den sollte man sich schon aufbauen. Das ist genial. Man sammelt sich ein bisschen was zurecht. Das dauert einen Augenblick. Und dann hat man auch wirklich ein Gefährt. Mega cool. Wo man das Ganze zu Fuß machen müsste, ne? Da müssen wir richtige Hutausflüge machen. Mit Essen, Trinken und alles versorgen und dann irgendwie dann als Let's Player müsste man dann wirklich dann sagen, okay, ich mache mich jetzt mal für mehrere Folgen auf die Insel zu erkunden, zwar zu Fuß. Das wäre auch schon, wow, müsste man machen, wenn es die Auto und das ATV nicht gäbe. Dann müsste man zu Fuß gehen. Vielleicht mit Holzkarren oder so, ne? Als Flutkarre. Ja, das wäre interessant. Das wäre eine Erfahrung. Oh, eine weitere Siedlung. Aber benötigt eine Hilfe. Was lassen wir es mal so? Es ist so. Schau, boah, wir sind gerade erst da oben. Gerade erst da oben. Und ein bisschen vor uns. Wir fahren durch die Nacht sozusagen. Oh, der Wagen, ne? Manchmal ist er auch ein Traum. In der Kurvenlage. So, dann kommen wir dann. Der nächste Spot ist dann der Mike-Spot für uns. Ich weiß nicht, ob es möglich sein kann, ob der Mike dann auch mal an anderen Orten ist. Wir haben mehrere Betten gesehen. Es gibt mehrere Betten. Es kann sein, dass er mal da ist und mal da ist. Schreibt mal in die Kommentare. Ist er mal da und mal da oder immer nur da? Da war gerade wieder das Schild, ne? Das Geschwindigkeitsschild. Eins der wenigen, die man hier sehen und finden kann. War ein Stoppschild dahinter. Schön positioniert. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge noch die Erkundung im Süden. Würde man so sagen. Machen wir dann noch. Haben wir dann den ganzen Blutpunkt einmal abgegangen. Bin gespannt, ob da noch, da jetzt auch noch ein paar Textseiten sind. Ob
es mehr Tech-Seiten gibt, als man braucht. Das würde mich mal interessieren. Moin. Ah, hier ist der Mike-Ort. Der Mike-Ort. Da war ein Fuchs. Der reinige Fuchs. Wir müssen gleich... nehmen die nächste. Oder? Ja, nehmen die nächste. Also, wir lassen die jetzt weg, die nächste. Da fahren wir dann da drüber. Da fahren wir erstmal die ganze Zeit geradeaus. Wollen wir ganz bei der Mine vorbeischauen? Dann fahren wir erstmal hier an der Küste nochmal entlang. Müssen wir zwar mal kurz um das Auto über hier rumfahren bei der einen Siedlung, aber mein Gott. So, die nehmen wir nicht, die nächste nicht. Da kommt ja gleich in die Siedlung, wo das Auto quer steht. Das Grüne, glaube ich. War auch schön hier, ne? War auch schön. Hier sieht der Wasserfall wieder gut aus. Beklag dich nicht, ich hab dich erlöst. Beklag dich nicht. So, die nächste müssen wir einmal rein. Das ist eine schöne Hütte hier am Wasser, an der Inselseite. Wäre schon cool. Hier gibt es auf jeden Fall bestimmte Ortschaften, Begebenheiten auf dem Stein, wo man gut drauf bauen kann, wenn ich drauf komme. Da hat man eine wunderschöne Sicht über den See. Über das Meer, ja, dem, wo man hier gerade ist. Ich glaube, wir sind auf einer Insel, oder? Könnte ich mir fast vorstellen. Auf jeden Fall würde die Küste sich auf jeden Fall super gut anbieten. Guck mal da auch. Würde sich das sehr gut anbieten, meine Hütte zu bauen. Der Küste. So. Machen wir gleich mal voll Break bei dem Wind. Gucken, was wir da so für Erze auf uns warten. Raider of the Lost Tech Site. Wir waren erfolgreich. Zu weit. Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Aber Frösche kann man schon mal nicht umfahren, oder? Man muss sie genau treffen, kann natürlich auch sein. Man, die hüpfen ja überall rum, hier so ein bisschen auch im Winter. Das Spiel sorgt dafür, dass man nicht wirklich verhungert. Also mit ein bisschen Kenntnis des Speers kommt man da ganz gut. Also ein bisschen Froschfilet. Also wenn man einmal weiß, wie das so funktioniert, dann klappt es eigentlich ganz gut. So, einmal zur Höhle. Oh, mal gucken. Wie sieht's denn aus hier? Okay, mal sehen. Hier ist Kobalt. Hier ist Kobalt.
nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bin ich bereit? Nein, ich steige ein. Idiot. Ausgerechnet hier. Ausgerechnet hier. Kommen Sie jetzt. Wo sind Sie denn? Na da. Moin. Hallo. Guten Tag. Ja, ja. Noch mehr? Lord Helmchen. Sind da jetzt Lord Helmchen? Hehe. Ich glaube, das war ein Angriff, ja. Das war ein Angriff. Ja, okay, das geht schon mal ganz gut. Das geht schon mal ganz gut. Aluminiumbarren, auch nicht schlecht. Nicht schlecht. So, den Hut lassen wir mal. Packen wir gleich da rein. So, hier war leer, ne? Das ist Kupfer, sehr gut. Pack mich mal schnell hier alles rein. Bevor ich jetzt hier schleiche. So, haben wir noch irgendwo Biodiesel gehabt? Irgendwo hier, ne? Packen wir es noch hier rein. Das ist fein. Wir können auch mehr mitnehmen mit dem Rucksack, ne? Hab ich das Gefühl. Schleichen gar nicht so schnell. Das ist nice. Er ist immer voll. Ist auch schön. Naja, egal. So, wir stellen das jetzt wieder ein. Und zwar machen wir jetzt nur Kupfer und Aluminium. Nehmen jetzt nur Kupfer und Aluminium. Wir hatten gelernt, 4 war es, glaube ich, ne? 4 war es. Nehmen wir auch Kupfer. Hier nehmen wir dann Aluminium. Oh, perfekt. Können wir noch ein bisschen Kohle mitnehmen? Pilze können wir immer mitnehmen. Ernten. Ein gutes, leckeres Stew, Pilzstew, Pilzquatsch. Und noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Schon mal hier. Das ist auf jeden Fall cool. Die brennen einfach länger. Oh nein, das hat uns wieder so ein Skorpion angegriffen. Die kleinen Mistviecher. Kleinen Mistviecher, aber sie haben uns nicht infiziert. Das ist schon ganz gut. Was gibt's hier? Nee, lass mal. Damit fülle ich mir jetzt nicht den Magen, beziehungsweise das Inventar.
Eisenerz. Das kommt gerne mit. Jetzt, aha. Jetzt bin ich am Schleichen. Interessant, dass er jetzt schleicht. Okay. Naja, dann schleichen wir nochmal zum Ende der Folge hin. So, da haben wir das Ding wieder laufen. Da läuft das wieder eine Runde. Pilzen wir einfach mal mit. Oder wir packen mit tollen Sachen. Das Überleben schöner machen. Spielt das schöne Spiel. Sie infected. Ja, Freunde, schreibt mal gerne Kommentare, was ihr noch sehen wollt, was ich machen soll, was ich tun soll. Gerne mal ein paar Kommentare schreiben. Gerne mal ein paar Daumen da lassen. Sehr freuen. Ja, das war gerade eine weitere, ein weiterer Angriff. Weitere Situation. Aber wir waren ja hier bestens vorbereitet. Ja, wollen wir mal jetzt hier die letzten Meter machen. Dann machen wir hier voll weg. Wir haben bald wieder weh. Alter. Gut, dass die Taste P gibt. Gut, dass es die Taste P gibt. Tante P. Was war das gerade? Zu nehmen, dieser Truck, weißt du? Gibt einfach um. So, mein Gott. Ich tue Heimat. Wie gesagt, mal Kommentare schreiben zu den Punkten, die ich euch gefragt habe. Würde mich sehr freuen. Dann werden wir uns dann noch in der nächsten Folge aufmachen, die anderen beiden grünen Punkte nochmal abzufahren. Damit wir mal da waren. Und mal gucken, ob da Textseiten sind. Ob es mehr Textseiten gibt oder genau abgezählt. Jetzt haben wir jetzt alles erlernt, was wir erlernen können. Dass wir nur noch den Händler befriedigen. Viel Waren. Müssen viel verkaufen. Müssen viel looten, damit wir viel bekommen. Wenn es irgendwas gibt, wofür es viel gibt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wir werden das dann am meisten sammeln. So, unser Ausflug in den Norden mit den letzten Punkten ist damit abgeschlossen. Jetzt haben wir diese der Punkt. Wissen wir, ich meine, können wir mal in die anderen Höhlen reingehen. Einfach mal gucken, wie die so aufgebaut sind. Aber die sind ja auch alle. Also vom Inhalt her, was man so kriegen kann, sind die gleichen. Die sind anders aufgebaut. Und mal kleiner, mal größer. Also wäre schon interessant, da nochmal reinzufahren. Aber wie gesagt, schreibt mal gerne in die Kommentare, worauf du mal Lust hast. Dann machen wir das irgendwie möglich. Natürlich. Natürlich. So, am Felsen entlang war es, ne? Felsen entlang. Da bilden wir hier so lang. Ich erinnere mich zu dunkel. Oh, Junge, komm bald wieder. Arbeit wieder nach Hause. Da ist es. Am Felsen entlang. Schön am Felsen entlang. So, im offenen Modus werde ich mich ein bisschen leeren. Dann machen wir uns dann fertig dafür einen weiteren Loot-Ausflug. Erkundungsausflug der letzten Grünpunkte. So. Also dann. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein bisschen ausruhen. Bis Folge jetzt dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.